Herzlich willkommen zur nächsten Runde Gothic 2 und wir schauen mal, was wir hier unten im Verlies, sag ich schon, finden. Irgendwas ist hier unten. Kryptawächter. Alter Brief. Ich habe versagt, meine Bemühungen Inubis auf den Pfad der Rechtschaffenheit zurückzubringen, war vergebens. Erst dachte ich, ich sei tot, doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Aha. Inubis ist wiederauferstanden von den Toten. Verbannt vom alten Orden der Paladine. Sinnt er nun nach Rache für seinen Fluch, okay? Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inubis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypta habe ich sein Grab gefunden. Doch ob ich jemals einen Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Darum schreibe ich diese Zeilen in der Hoffnung, dass sie gefunden werden. Seid gewarnt, ein mächtiger Feind streckt deine Klauen nach den Seelen der Rechtschaffenen. Inubis wird nicht der Letzte sein. Möge Inos eure Seelen beschützen, Ivan. Ja, okay. Was soll schon passieren? Kryptawächter? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Siehst du mich nicht, oder? Wir brauchen wahrscheinlich auch einen Schlüssel für. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, der richtige Schlüssel, ne? Aber wo? Okay, geschmiedetes Schwert. Gab es nicht. Irgendwo bekam ich doch diesen Schlüssel her von denen, oder? Ich meine doch, irgendwo bekommt man diesen Schlüssel. Aber wo? Muss ich einen dieser Kryptawächter da irgendwie umlegen für den Schlüssel? Was passiert, wenn ich den angreife? Wahrscheinlich, also. Ich kann mir gut vorstellen, was passiert, wenn ich die angreife. Aber. Ich meine, dass man diesen Schlüssel doch irgendwo findet. Okay, man schafft es auf jeden Fall gegen die Kryptawächter. Wenn wir am Anfang nicht so viel Schaden tanken, dann schafft man es auf jeden Fall. Alter Schwede, okay. Der Hit war. Der war hart. Okay, wir schaffen es auf jeden Fall gegen einen dieser Kryptawächter zu kämpfen. Mal gucken, was der uns droppt. Wenn der uns einen Schlüssel droppt, wäre das natürlich interessant für uns, ne? Alter, ey. Können wir nochmal reloaden, ey. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann, scheiße, Mann. Das ist echt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dürfen nicht zu ballsy sein. Direkt zu Beginn. Krass, okay. Eieiei, okay, was ist mit Zaubern, hä? Was ist mit einem Zauber? Dass wir uns da mit einem Zauber unterstützen? So einen schönen Feuerball-Gebimsel oder so, hä? Was haben wir denn hier Schönes noch im Angebot? Wir haben nochmal zwei Feuerbälle, die wir schmeißen könnten.
Ah! Nein! Wie hat er das denn hingekriegt auf einmal? Weil wir zu nah dran standen? Weil er hat zwei Hände, hat eine größere Reichweite als wir. Deswegen müssen wir so arg aufpassen. Und wenn er uns halt dreimal trifft, sind wir tot. Zack und zack. Das ist schon mal löblich. Zwei Feuerbälle. Alter, der Schaden von ihm, ey. Er mäht uns mit zwei Schlägen nieder. Fuck. Hm. Haben wir noch einen stärkeren Zauber, den wir da einsetzen können, hä? Wir hätten noch Heilung, was ist das hier? Licht. Ja, das bringt uns gar nichts. Zack, zack. Das ist der... unser Standpunkt, den wir da abgeben können. Alter Messingschlüssel, der Schlüssel vom Skelett im Raum 2. Wir speichern das mal auf Sicherung ab hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendein... Wenn wir weiter reinlaufen, greifen uns die Krypta an. Ja, die Kryptawächter greifen uns nicht an. Ne? Ist ja, ohne Feuerbälle wird es aber schwierig. Wir öffnen einfach mal eine der Truhen und gucken mal, was das mit uns macht. Ich habe eine ganz miese Ahnung, Vorahnung, aber wir können ja mal reinschnuppern, was in der Truhe so drin steckt. Ein böses Wesen ist jetzt da unten. Gut. Wir haben eine Truhe geöffnet, den Rest lassen wir zu. Kein Bock auf. Kein Bock auf den Fight. Den gehen wir nicht ein. Das ist nämlich irgend so ein magisches Wesen, was da jetzt unten entstanden ist. Was uns dann vermeintlich die Hucke vollhauen würde. Blutfliegen, hallo. So, da haben wir Wölfe. Nein, renn nicht weg. Ah, blöde Scavenger und Wölfe. Ups. Es ist der Wolf mit den Scavs da abgehauen. Ich glaub's ja gar nicht. Was soll das? Die rennen wahrscheinlich irgendwo anders hin und laufen dann in ein Dorf rein oder wo auch immer und werden da abgeschlachtet. Und ich krieg's dann nicht mehr. Okay.
Wunderbar. Haben wir die auch erledigt. Dann sind die hier die nächsten. Drei ist vielleicht ein bisschen too much. Dann lieber erst einen rausnehmen und dann den Rest. Ja, oder zwei auf einmal ist auch okay. Solange wir einen Critical Hit halt landen, ist alles okay. Klasse. So. Bauer. Barbara. Hallo, schönes Mädchen. Hallo, schönes Mädchen. Oh. Süßholzraspeln wirkt bei mir nicht, Junge. Sag, was du willst, ich hab zu tun. Wie läuft's mit der Feldarbeit? Guck dir die riesigen Felder an, die wir bestellen müssen, dann weißt du, wie es läuft. Suchst du Landarbeit? Nee, danke. Wir suchen keine Landarbeit. Wer bist du denn? Hm? Na, wo wollen wir denn hin? Bronco. Bist du hier der Oberaufseher? Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Vergiss. Ihr Jungs von der Stadtgarde habt wohl kein... Kannst es ja mal... Na dann. Na, den hauen wir aus dem Maul. Okay, der scheint vielleicht doch ein stärkerer Gegner zu sein, als ich gedacht habe. Er kann auf jeden Fall kämpfen, ne? Jetzt haben wir ihn aber. Bronco, Holzfäller Axt kannst du mir geben? Alter, wie viel Geld hast du den Leuten denn schon abgezogen? Du Verrückter. Wer bist du hier? Balthasar. Wie sieht's aus? Ah. Ihr hört sich an, Balthasar. Ein neues Gesicht hier auf dem Hof. Oh, geil. Hat mir der alte Geizknorpel endlich einen Lehrling bewilligt? Nein. Ich bin kein Lehrling. Oh. Ach so, ja. Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Und ich warte schon seit Jahren auf meine Ablösung. Du bist doch nicht etwa hier wegen der verärgerten Nachbarschaft, oder? Welche Arbeit machst du hier? Oh, ich hüte Schafe und das mache ich schon seit ich denken kann. Die Tiere sind sehr treu und auch sehr schlau, das musst du wissen. Wenn du sie gut behandelst, dann folgen sie dir ein ganzes Leben lang. Cool. Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen, danke der Nachfrage. Okay, gut, da haben wir nichts. Dann müssen wir eben kurz mit denen nochmal reden. Er hat eine aus dem Maul gekriegt. Bronco! Na? Immer noch große Fresse? Nicht schlagen, bitte! Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Ja, sehr gut. Klasse. So, er ist auch ein ganz netter, habe ich im Kopf. Obwohl, jetzt ist der Sohnemann, ne? Till. Na, Kleiner? Das Gesinde hat mich nicht so schnöde anzusprechen. Wie oft muss ich das noch sagen? Okay, er ist doch ein kleiner Pisser. Ich bin kein Feldarbeiter. Und was willst du dann hier? Wir haben nichts. Deswegen kannst du auch gleich wieder gehen. Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Klar, die brauchen das. Wer hier nicht spurt, kriegt Prügel. So läuft das. Ja, dann kriegst du Prügel. Wer ist so ein Typ, der kassiert von jedem Passanten Wegzoll und erzählt, er wäre der Bauer? Ja, ich weiß. Das ist Bronco. Der macht einfach, was er will. Nicht, dass ich ihm nicht schon tausendmal eingebläut hätte, dass er endlich wieder an die Arbeit gehen soll. Aber? Er tut es halt einfach nicht. Mein Vater ist schon sauer auf mich, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, ihn wieder zur Arbeit zu bewegen. Vielleicht kann ich dir helfen. Meinst du wirklich? Also pass auf. Wenn du Bronco wieder dazu bringst zu arbeiten, werde ich dir, sagen wir mal, 10 Goldmünzen bezahlen. Na, was sagst du? Ja, komm. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Beeil dich aber ein bisschen. Wir brauchen kein Geld, ne? Hey, du. Beeil dich mal ein bisschen, die Schnauze. Ich muss deinen Vater sprechen. Der hat keine Zeit. Indem du mich deinem Vater vorstellst. Bist wohl ein ganz harter Bursche und guter Kämpfer, was? Der Beste. Ich glaube, dann sollte ich ihn mal besser holen. Lass mal, Junge. Ich werde ihn schon finden. Wie du meinst. Ich hab doch Bronco jetzt schon... Till ärgern. Nee. Ich hab doch Bronco schon zum Arbeiten bewegt.
Was willst du auf meinem Land? Halt die Bubble. Hier gibt's nichts zu klauen. Ich klau nix. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Hör mal. Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Okay. Okay, okay. Alles gut. Hinterm Haus haben wir noch ein paar Feldräuber, glaube ich, und so weiter. Goblin-Skelette. Noch besser. Die kleinen... Oh, meine Lieblingsgegner. Eindeutig. Ich mache mal kurz einen Trank rein. Kein Bock jetzt. Nochmal Stunde um Stunde. Stufenaufstieg. Nice. Stufe 9 denn inzwischen, ne? Wir haben richtig viele Skillpunkte, die wir gleich mit nach Hause bringen. Würde ich schon fast sagen, dass wir die jetzt teilweise auch schon im Mana stecken. Auch wenn wir noch keine Zauber haben. Hätten sie mal Goblin-Skelette. Ah, die kämpfen gerade gegen die... Eieieiei, alles klar. Ihr kleinen Dinger, ihr geht mir schon wieder auf den Keks, ne? Komm her. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. So, haben wir uns die Pilze mal kurz rein. Das haben wir ein bisschen mehr als Half-Life. Das sollte ausreichen, dass wir hier nicht hops gehen. Und hier haben wir eh noch ein paar Klamotten, rostiges Schwert, ein bisschen Heilkräuter und so weiter. Ne, Grünstöckel sogar. Wie gesagt, Grünstöckel sind mega wertvoll. Die bräuchten wir später. Ich weiß nicht, ob wir es können. Für wichtige Tränke. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir später noch lernen können, ob wir Tränke zu brauen. Es kann sein, dass wir das halt nicht können, weil wir uns halt nicht für den Alchemist entschieden haben, ne? Ich glaube, als Magier könnte man das trotzdem. So. Netter Versuch. Hier haben wir noch ein paar Feldräuber. Sehr gut. Beim Takt bleiben, dann passt es. Liegt hier sonst noch was rum? Blauflieder ist davon, glaube ich, ne? Jupp. Und eine Blauflieder. Noch eine Blauflieder. Nehmen wir auch mit. Kurz gespeichert. Noch die beiden Feldräuber da vorne. Oh, 3, 4 Feldräuber. Voilà, ein bisschen aus dem Takt gekommen. So, und die nächsten beiden machen wir in der nächsten Folge. Ich denke, dass wir hier noch kurz den Wald durchgehen. Da ist nämlich nachher noch ein Schattenläufer. Ob wir den kaputt kriegen, das mag ich zu bezweifeln. Den werden wir wahrscheinlich erstmal liegen lassen. Ansonsten könnten da noch Wölfe sein. Waage sind da, glaube ich, auch noch. Die werden wir auch noch nicht anrühren. Die sind mir, glaube ich, auch noch zu stark. Ja, ansonsten
Was fehlt uns bis zur nächsten Stufe? Ja, 3000 Erfahrung. 4000 Erfahrung auf dem Kopf, genau sogar. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr hier in den... Ja, wir haben die Lurker alle noch, die wir umlegen müssen. Ja, es könnte sein, dass wir halt... Ja, wir sind wahrscheinlich Stufe 10, wenn wir ins Minental gehen. Also, das passt, glaube ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.